meine, die bürgerliche Revolution hat angefangen, das weiss jede Glückspostleserin, das ist, hat sich gegen die Privilegien von einem Adel gerichtet. Von einem privilegierten materiell, aber auch formell. Formell privilegierten Adel. Und die bürgerliche Revolution hat gesagt, wir wollen Freiheit, wir wollen Gleichheit, Liberté, Egalité und Fraternité. Und das Egalité hat sich bezogen auf eine formale Gleichheit. Alle sollen fortan gleich sein vor dem Gesetz und nicht mehr der Adel privilegiert werden. Und heute schaffen wir uns eigentlich über ein Beispiel ist die Pauschalbesteuerung. Schaffen wir uns einen Neogeldadel sozusagen, der rechtlich gesehen bestimmte Privilegien hat.